Wenn man nur die Leistungen des Staates bieten könnte und gleichzeitig die Nachteile vermeiden, die Hauptnachteile, nämlich immer mehr Besteuerung bei ständiger Änderung der Spielregeln, dann könnte man ein neues Produkt schaffen, ein besseres Produkt. Die Krux bisheriger Staatsutopien ist ja, dass eine freiwillige Teilnahme nie vorgesehen war. Das geht los bei Platon mit seinen Philosophenkönigen, natürlich Marx mit der Diktatur des Proletariats oder unsere neuesten Ideen von Schellenhuber und Konsorten einer großen Transformation zur Klimarettung. Diese Dinge haben alle eins gemeinsam. Eine erleuchtete Minderheit möchte ihren Willen der Mehrheit aufzwingen. Eine freiwillige Teilnahme war nie vorgesehen. Und deshalb sind die Utopien auch zu Recht schlecht beleumundet. Was ich anbieten möchte, ist ein Produkt, wo die Teilnahme freiwillig ist. Und das Problem im Staatsmarkt, wenn wir ihn so nennen, im Markt des Zusammenlebens, ist natürlich, dass es extrem schwierig ist, in diesen Markt einzudringen. Man müsste quasi eine Revolution machen, eine Wahl gewinnen oder eine Sezession. Das sind sehr, sehr hohe Markteintrittshürden. Und ich habe mir nun überlegt, wie man diese Hürde vielleicht etwas niedriger machen kann. Nun ist es für viele extrem ungewohnt, über das Zusammenleben als Markt zu reden. Es hat fast was Anrüchiges. Aber das ist es nicht. Wir müssen einfach mal uns vor Augen halten, dass wir eine Nachfrage haben nach bestimmten Dingen, nämlich Sicherheit. Wir wollen Streitschlichtungen, wir wollen nicht Blut, Rache und Fehde, wir wollen friedliche Kooperation. Das sind aber Dinge, die im Grundsatz ein Privatunternehmen auch anbieten kann. Ist eine freie Privatstadt etwas für Sie? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Teilnahme ist freiwillig, die Teilnahmebedingungen sind vorher bekannt. Gute Ideen brauchen keinen Zwang.